Also das war in der Geschichte der Menschheit bei Entwicklung neuer Techniken immer so, dass natürlich wir darüber bestimmen, wie sie in Zukunft eingesetzt wird. Nur weil jetzt diejenigen von Facebook und Google, die sich damit eine goldene Nase und Milliarden damit verdienen, dass wir so offenherzig sind, weil die behaupten, wir gehen in so ein neues Post-Privacy-Zeitalter, heißt das noch lange nicht, dass wir uns dem fügen müssen. Je intelligenter oder smarter, müsste man sagen, die Gegenstände um uns herum werden im Alltag, desto mehr werden dann auch die Entscheidungen, die man fällt, so wie taylorisiert. Es finden viele kleine Entscheidungen statt, die ich selber nicht mehr kontrolliere, sodass man sich am Schluss fragen kann, wer trägt jetzt eigentlich noch die Verantwortung für eine Entscheidung? Also es ist eine organisierte Verantwortungslosigkeit, könnte man sagen, die sich hier durch die technischen Möglichkeiten eigentlich ergibt. If we underestimate the risks of this information-driven society, that is the biggest risk. Then we go happy-go-lucky off the road. Mio, das ist das Gerät hier. Mit dem kann ich Menschen scannen. Also so mit Gesichtserkennung. Das funktioniert eigentlich bei jedem Menschen. Also jeder, der irgendwie irgendwo mit digitalen Daten gespeichert ist, sei es im Netz oder bei irgendeinem Amt oder sonst wo. Jeder kann von Mio erfasst und gescannt werden. Da gibt es eigentlich keine Grenzen mehr. Mio schnappt sich einfach all deine Daten und erstellt daraus ein detailliertes Personenprofil. Von der Bedienung her ist es eigentlich kinderleicht. Man nimmt das Mio einfach in die Hand, du schiebst das Display hoch, visierst irgendeinen x-beliebigen Menschen an. Mio erkennt dann das Gesicht und du erfährst mehr oder weniger alles über denjenigen. Wenn ich versuche, jeden einzelnen Mensch in seiner Gesamtheit zu begreifen, seine Wünsche, seine Gefühle, seine Ziele, komme ich sehr schnell auf sehr komplexe Sachverhalte. Und ich kann dann relativ schlecht Entscheidungen treffen. Ich kann relativ schlecht Menschen zu einem gemeinsamen Ziel synchronisieren. Da ist es für unsere Gesellschaft ganz wichtig, dass wir Menschen nicht in ihrer Gesamtheit wahrnehmen, sondern immer in ganz bestimmten Rollen, reduziert auf einen ganz bestimmten Sachverhalt. Und das machen wir sehr gut, indem wir eben hier Kategorien bilden, indem wir dann aus den Menschen quasi Datensätze machen. Wir teilen sie dann ein in männlich-weiblich, in Angestellte, Beamte, Arbeitslose, in Sozialschmarotzer und Leistungsträger, in Ausländer und Inländer. Und in wenige dieser Kategorien und aufgrund dieser Kategorien können wir dann Entscheidungen treffen. Wir können Menschen dann als besonders wertvoll für die Gesellschaft bewerten oder wir können sie als weniger wertvoll ansehen. Naja, mit dem Scoring bei Mio ist es so ähnlich wie mit einer Website, die auch ständig optimiert werden muss, wenn sie bei Google an erster Stelle stehen will. Ja, genauso mache ich das auch. Ich optimiere mich ständig, damit ich anderen gegenüber besser dastehe, wenn sie mich mit ihrem Mio-Device scannen. Bewerten schafft Sicherheit. Bewerten reduziert eine undurchschaubare Welt. Bewerten beruhigt. Ja? Also etwas zu zählen und zu sagen, das ist 1 oder bis 5 oder 1 Stern oder 5 Sterne plus minus, das bringt einfach Ordnung in eine undurchsichtige Welt hinein. Dadurch, dass Mio eben alles erfassen und bewerten kann, muss ich ständig schauen, dass ich im Netz zum Beispiel sozial aktiv bin. Das heißt, meine Profile ständig aktualisiere, andere Leute bewerte. Und da spielt natürlich Ehrlichkeit und Offenheit eine sehr wichtige Rolle, weil je mehr du von dir preisgibst, desto besser funktioniert das Mio-System.
Also es ist ein neuer Glaube an eine Messbarkeit von allem und jedem entstanden. Nur weil wir Daten produzieren können, ganz leicht können wir überall Daten produzieren. Jeder Handgriff, den ich mache, produziert Daten. Und nur weil wir das können, glauben wir, die Dinge werden messbar. Ja, Mio gibt mir sozusagen eine Empfehlung zu Menschen ab. Ob es ein guter, schlechter oder vielleicht sogar ein gefährlicher Mensch ist. In dem Match-Mode zum Beispiel. Da kannst du einfach einen Menschen abscannen und erhältst dann gleich einen Überblick. Und da funktioniert das Gerät dann eigentlich auch ganz präzise. Es gibt dir sogar einen Prozentwert an. Ja, es sagt dir dann, du bist mit so und so viel Prozent mit der und der Person kompatibel. Man muss sich dann nicht mehr über einen Menschen auseinandersetzen mit all seinen Details. Und das eine gefällt einem von ihm und das andere stößt ab. Man macht dann eine Summe, man kalkuliert und sagt dann 80%. Und ab 70 will ich mit dem noch was zu tun haben und 90 ist schon super und 100 erreicht eh niemand. Dieser Messbarkeitswahn, der führt natürlich dazu, dass man Urteile fällt, die jemand, der betroffen ist, davon gar nicht kommentieren kann. Und das hat was zutiefst Unmenschliches. Ja? Ich werde gemessen mit Hilfe eines Verfahrens, was ich selber nicht durchschaue und zu dem ich auch keine Stellung beziehen kann. Ich weiß durch Mio, wer der andere ist, was er macht, wo er ist, wo er gewesen ist, wo er hingeht und so weiter. Ja, meiner Meinung nach sollte einfach jeder ein Mio-Device haben. Dann gäbe es keine Ungerechtigkeit mehr, keine Heimlichtuereien. Stell dir das mal vor. Jeder weiß einfach alles über jeden. Das ist doch einfach nur fair, oder? Ich sehe schon die Sorge, dass nicht nur eben der Segen neuer Technologien in unsere Gesellschaft Einzug hält, sondern sie dahingehend nachhaltig verändert, dass anscheinend der Drang und der Wille besteht, jederzeit über jeden alles wissen zu können und auch wissen zu müssen. Und solchen Tendenzen müsste man zeitig entgegentreten, weil ansonsten das normale Verhalten der Menschen untereinander irgendwann sich so verringern wird, dass wir quasi nur noch in einer Umgebung leben, in der man Sorge hat, natürliches Verhalten an den Tag zu legen, weil es ja im Zweifelsfall anders aufgefasst werden könnte. Andersrum, weil man sich nie mehr unbeobachtet fühlt. Und ehrlich gesagt, wäre das für mich eine recht grausige Gesellschaft. Die Vorstellung, dass jeder alles über jeden wissen soll oder wissen kann, das ist eigentlich so ein bisschen der 9. Kreis der Hölle. Ich spüre die Blicke. Sie mustern mich. Wie soll ich sagen, es ist wie eine Ohnmacht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich check's nicht. Ich weiß nicht, wo dieses scheiß Mio falsch interpretiert hat. Ich weiß es nicht. Das kann doch einfach interpretieren, was es will. Das weiß ja schließlich alles. Das weiß, wo ich herkomme, das weiß, wo ich hin will. Das weiß, wer meine Freunde sind, das weiß, wo ich mein Geld verdiene, wo meine Eltern herkommen, wo meine Familie ist. Alles, weiß einfach alles. Ich glaube, dieses Mio, das weiß einfach mehr über mich als ich selber. Ich glaube, den allermeisten, gerade denen, die von Anfang an dabei waren, ja, und die 3 oder 5 Jahre daran alles ausprobiert haben, denen war nicht klar, welche Gefahren damit einhergehen, wer eigentlich aus welchen Gründen welche Daten sammelt, was man mit diesen Profilen machen kann, was vor allen Dingen eine etwas längere Sammlung so einer Daten an Sozialprofilen bedeuten kann, wie daraus prognostische Daten gebildet werden. Also die Tendenz bei einer Bewertung auch gleichzeitig Personen, die nicht in diese Bewertung fallen, auszuschließen, abzuschieben, an den Rand der Gesellschaft zu drängen, ist sehr stark da. Wir sind heute ein wenig technisch geschönt, also wir verhalten uns nicht so grausam wie etwa in der NS-Zeit.
Diese Menschen werden also nicht sofort umgebracht, aber sie erleben einen langsamen, oft sozialen Tod. Ich hätte nie gedacht, dass das solche Ausmaße annimmt. Mio. My identity is open. The social media tool.